So, um nochmal auf den Samen zu kommen. Ach du Scheiße. Ich gehe in Deckung. Pistole raus. Ist die geladen? Die ist geladen. Ja, schönen guten Tag in Nevis Gain, Arizona. Bei 7 Days to Die. Und ja, ich wollte eigentlich Urlaub machen und dann bin ich zum Händler gegangen oder zur Händlerin. Der Ärztin Jen, da gehen wir jetzt gerade wieder hin. Und die hat uns gleich eine Aufgabe aufs Auge gedrückt und ja, die haben wir mal gerade eben in einer Nachtschicht gelöst. Wir sollten ein paar Zombies aus einem Haus heraus, ja, killen. Beinahe hätten sie uns gekillt. Aber wir leben noch und wir sind gut bewaffnet, beziehungsweise auch gut belastet. Wir haben eine ganze Menge Zeug mit und wir haben zwei Kochtöpfe gefunden. Insofern hat sich das absolut gelohnt. Ich dachte, ich hätte was schleichen hören. Hallo? Nicht von hinten. So, nee. Keiner da. Okay. Ja, jetzt haben wir noch so ein paar Sachen auf der Tasche. Hier zum Beispiel diese Rüstungsteile. Die kann ich verkaufen. Und da kriege ich noch ein bisschen Geld. Ich glaube, das ist der Wind, den ich gehört habe. Dann habe ich hier noch altes Geld. Das kann man auch ganz gut verkaufen. Ich kriege da also über 1000 für. Und hier die Messing-Kerzenhalter hier, die sind auch ziemlich wertvoll. Das sind jetzt nur 4. Da kriege ich also auch 96 für. Und da ich auch eine ganze Menge Schmerzpillen gefunden habe, dann auch nochmal 160. Nehmen wir mit. Nur die beiden Dosen. Ich glaube, die kann ich einfach mal essen. Ich habe sowieso ein bisschen Hunger und Durst. Das passt. Scrap. Und das nächste ist dann vielleicht mal was selbstgekochtes. Yay. So, dann gehen wir gerade mal zur Jen und sagen ihr, dass die Aufgabe erfüllt ist. Und nebenbei können wir vielleicht noch gleich ein bisschen was verkaufen. Moin, Jen! Well, look what the cat dragged in. Ja. Don't spend it all in one place. But if you do, make sure it's here. Na, wunderbar. Und sie bietet uns außerdem zwei Belohnungen an. Einmal eine Modifikation für eine Waffe. Die Waffen haben wir noch nicht. Und ich nehme lieber mal das Buch, den Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Dieses kleine weiße Symbol links oben zeigt. Das ist ein geschlossenes Buch. Das Buch kenne ich noch nicht. Also das nehme ich auf alle Fälle. Sag complete. Und jetzt habe ich dafür erstmal Geld bekommen. Ich habe Erfahrungspunkte bekommen und halt auch noch die Belohnung. Und dann gucke ich nochmal, was sie jetzt so im Inventar hat. Beziehungsweise erstmal verkaufe ich hier die Schmerzpillen. Die Dinger brauche ich auch nicht mehr mit rumschleppen. Und hier die Rüstung, die ziehe ich eh nicht an. Weg damit. Und das Geld kann sie auch bekommen. Und da sind wir schon mal deutlich besser aufgestellt. Jetzt kann ich noch mal gucken. Hat sie vielleicht irgendwas Neues? Och, ein Minibike. Hätte ich schon sehr gerne. Aber 12.000. Da müssen wir noch ein bisschen dran sparen. Ich könnte mir einen Bauplan für Granaten kaufen. Aber ist auch ziemlich teuer. Dann nehme ich doch lieber hier noch ein Buch. Und zwar Ranger's Guide to Archery. Und da ich sowieso erstmal mit dem Bogen unterwegs bin, ist das eine sehr gute Idee. Die 1000, die investieren wir mal. So, haben wir denn noch was, was wir eventuell gebrauchen können? Eine Eisenschaufel. Natürlich auch nicht schlecht. Die könnte ich mir sogar noch leisten. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Schöne Sachen. Ein Dreier. Jagdmesser. Ja, das ist aber zu teuer. Hier könnte man schon ein bisschen Eisen kaufen, aber da werden wir wahrscheinlich selber dran arbeiten, dass wir das möglichst schnell schaffen. Grandpa's Learning Elixier. Ein schönes Tröpfchen. Das lohnt sich, wenn man
mit vielen Zombies zu tun kriegt und dafür dann mehr XP bekommen möchte, dann muss man das Zeug schlucken. Haben wir hier noch was, was wir gebrauchen können? Klamotten. Das wäre vielleicht erstmal wichtiger. So eine Padded Chest Armor. Die hat zwar auch nur 5. Aber ich glaube, da habe ich erstmal noch gar nichts. Oder ich könnte auch eine Lederrüstung nehmen. Die kann ich mir aber schon wieder nicht leisten. Schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich schon Antibiotika habe. Ich habe einen Honig bis jetzt. Tja, schwierig. Vitamine wären auch gut. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt schon haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das schon haben. Ich tendiere, die Rüstung zu kaufen. Ist sie hier nicht aufgeführt? Na komm, das können wir uns leisten. Die ist nicht allzu teuer. Und ein bisschen Rüstung haben. Alrighty then. Stay safe out there. I hope so. Ach, ich kann mir auch gleich wieder eine neue Aufgabe schon holen. Komm. Was soll denn das? Die sind nämlich ganz schön. Die bringen Erfahrung. Die bringen Geld. Die bringen, ach, die bringen alles Mögliche. Im Westen. Die sind aber alle ziemlich weit weg. Im Südosten. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Noch nicht. Weiter im Westen. Das ist ziemlich weit weg. Ich nehme mal hier 1,6 Kilometer Nordosten. Fetch bedeutet, wir sollen da irgendein Paket für sie abholen. Erstmal müssen wir das finden und dann müssen wir es ihr auch wieder bringen. Ich nehme mal die an. Looks like you can handle yourself. This is dangerous work, but I believe you can handle it. Jeder Schritt ist hier gefährlich. Every step is dangerous. Ich gucke hier nochmal rein, ob hier vielleicht was ist, was ich gerne hätte. Nerdtats. Das verbessert den, es gibt auch einen Elektrostock und den kann man damit verbessern, wenn man die Bonbons isst. Eye Candy nutzt sich schon besser an. Loot Bonus. Das kaufen wir doch mal. Denn besser looten, also bessere Sachen finden dann, also mehr Glück dabei haben, das wäre was, was wir uns... Was wirklich sehr praktisch ist, gerade am Anfang. Daher werde ich demnächst mal diese Eye Candy schlucken, bevor ich irgendwie ein Haus oder am besten irgendwie so eine Schatzkammer oder sowas plündere. In der Zwischenzeit gucke ich mal so ein bisschen. Ja, Federn brauche ich auch noch. Ich brauche ja noch alles. Ich bin noch für alles dankbar. Wir haben mittlerweile Tag 5. Wenn man die Standardeinstellung spielt, was ich jetzt hier nicht mache, weil ich habe hier Urlaub, dann hätten wir in 2 Tagen schon die erste Horde zu erwarten. Und das heißt, wir müssten uns dann darauf vorbereiten. Ich möchte jetzt aber nicht das große Bauen anfangen, sondern ganz entspannt spielen. Das ist, glaube ich, Kohle. Das sieht nach Kohle aus. Auch eine schöne Sache. Man findet die Erze und so oberirdisch. Und wenn man dann direkt drunter buddelt, findet man noch viel mehr davon. Nochmal Federn. Noch können wir genug Federn gebrauchen. Tippel, tappel, tippel. Ich muss aufpassen, weil ich natürlich auch beladen bin. Oh, ich sollte erstmal die Bücher lesen. Wasteland Treasures. Was haben wir denn da? Also sind alles Dinge in dieser Buchreihe, die dem Sammler und Jäger und Sammler, vor allem dem Sammler, helfen. Und hier bedeutet es, dass ich, wenn ich Türen einschlage, habe ich eine ziemlich große Chance, dass ich daraus messingne Türknäufe bekomme. Und die kann ich dann einschmelzen, kann dann Kugeln rausgießen und sowas. Auch eine gute und praktische Sache, das lese ich erstmal. Und dann gucken wir mal, was das andere Buch uns verspricht. Ein verkrüppelnder Schuss. Also wenn ich einen Zombie in die Beine schieße,
dann kann ich ihn auf jeden Fall verlangsamen oder eventuell ihm sogar das Bein abschießen mit einem normalen Bogen. Ja, ist nicht üblich, aber hiermit haben wir zumindest die Chance, dass das passiert. Holz könnte ich auch mal wieder gebrauchen, glaube ich. Jo, Holz können wir im Augenblick... Wir können ja noch alles gebrauchen, sage ich ja. Vor allen Dingen, das landet alles auf dem einen Stapel und ein Stapel belegt nur einen Slot in meinem Rucksack und belastet mich dementsprechend nicht weiter. Das heißt, das kann ich halbwegs sicher sammeln. Ich sage halbwegs, weil wenn wir den jetzt gefällt haben, haben wir auch einen Samen bekommen und den kann ich... Oh, Zombie. Überraschung in der Zombie-Apokalypse, ein Zombie. Peak. Oh, er duckt sich weg. Also man sollte die Zombies nicht unterschätzen. Die sind manchmal ganz schön agil. Ja. Hat ihm aber nicht viel genützt. So, um nochmal auf den Samen zu kommen. Ach du Scheiße. Ich gehe in Deckung. Pistole raus. Ist die geladen? Die ist geladen. Das ist eine ganze Horde. Ich bin momentan noch nicht so gut dabei, dass ich mich hier mit einem ganzen Wolfsrudel anlegen könnte. Die anderen sind Gott sei Dank weggelaufen. Vielleicht traue ich dir mal. Oh, gerade so. Oh, nein. Erst nachladen. So. Naja, dann kriegen wir gleich noch ein bisschen was. Wir wollen ja kochen. Also gibt es leckeren Wolfsbraten. Leder bekommen wir, Knochen bekommen wir, ein bisschen Fett. Fett brauchen wir auch zum Kochen. Und Fleisch. Hätten wir jetzt das Jagdmesser gekauft, hätten wir es uns leisten können, dann ginge das mit dem Geschnetzel hier deutlich schneller. Und ich denke, wir hätten auch eine Chance, dass wir mehr Fleisch rausbekommen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber es könnte sein, dass dann statt 25, 30 oder so abfallen. Aber das ist auch schon mal ganz ordentlich. So, ich glaube, hier waren wir schon mal und haben so vorsichtig so ein bisschen reingelinst. Ach, lassen wir's. Wir gehen erstmal nach Hause. Ich bin sowieso überladen. Ich mache es mir schön bequem. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Und wir sind ja auch gleich zu Hause. In der Zwischenzeit nehme ich hier noch so diese alten vergammelten Zombie-Reste oder was auch immer das ist. Die nehmen wir auseinander. Der Vorteil ist nämlich, da bekomme ich auch Knochen und ich bekomme vergammeltes Fleisch. So direkt essen würde ich das Zeug nicht, aber es ist sehr gut als Dünger, denn wir wollen eventuell auch selbst was anbauen. Und dazu müssen wir uns in der Alpha 19 Farmplots bauen. Das heißt, wir müssen uns im Grunde genommen Pflanzkübel bauen. Und dazu brauche ich nicht nur Holz, ich brauche Erde, vergammeltes Fleisch. Und ich brauche, das habe ich leider jetzt hier nicht auf der Tasche, Nitrat, also als zusätzlichen Dünger. So, diesen Baumstumpf, den kloppe ich mal runter. Vielleicht finde ich da ja noch einen Honig drin. Bei Baumstümpfen gibt es da ja eine gewisse Chance. Die ist aber nicht vorhanden. Okay. Ja, falls ich mich verirre, ich habe oben in meinem Kompass wird mir mein Schlafsack oder mein Bett direkt angezeigt. Ah, das ist Musik. Schöne, ruhige, leise Musik, die sich auch durchaus schlagartig ändern kann.
Das hier ist übrigens Nitrat. Das ist ganz praktisch. Das können wir dann einfach abbauen, wenn wir was brauchen. Und auch hier gilt, wenn wir das hier kaputt hauen, unterirdisch ist da direkt noch viel mehr. Oh. Ach richtig, in der Scheune bin ich ja noch gar nicht gewesen. Hier gibt es sogar noch ein Schweinchen. Gut zu wissen, aber wir haben jetzt ja erstmal Wolfsfleisch auf der Tasche. Also insofern sind wir schon ganz gut ausgestattet. Mais gibt es auch genug. Wir sehen erstmal zu, dass wir wieder reinkommen. Und ich sollte hier auch irgendwann mal ein bisschen was verstärken. Speziell die Türen. Also das Konzept von Türen haben Zombies relativ gut kapiert. Und sie sehen immer... Was ist denn jetzt los? Ach so. Ich wollte eigentlich springen. So. Da hatten wir aber auch schon reingeguckt. Ich will mal überlegen, hier sollten wir vielleicht nochmal eine Tür reinsetzen. Aber wir sind ja auch gerade erst eingezogen. Also so, was man so alles im Haus reparieren kann. Warum bleibe ich denn hier hängen? Da gibt es eine ganze, ganze Menge. Und das werden wir mit Sicherheit mit diesem Haus auch noch machen. Einstweilen ist es erstmal wichtig, dass wir zumindest oben in unserem Refugium quasi sicher sind. Oh. War hier ein Zombie drin? Das sah etwas angematscht aus. So, neu spawnen tun die Zombies hier drin übrigens nicht, weil ich eben den Schlafsack gelegt habe und innerhalb eines gewissen Bereiches bedeutet das, da bin ich sicher vor neu gespawnten Zombies. Allerdings nicht welche, die von außen kommen. Damit muss ich immer rechnen. Ah, jetzt habe ich den... was mache ich denn hier? Ich bin zu weit vorne. Egal. Klappt schon. Ja, und da ist meine Kochstelle. Und da kann ich jetzt gleich zwei Sachen reintun. Nämlich einmal den Kochgrill und einen Kochtopf. Das dritte übrigens, das ist ein Becherglas, also so, was man aus der Chemie kennt. English Beaker. Der ist nützlich, wenn ich hier zum Beispiel Klebstoff oder sowas kochen will. Das kann ich auch direkt am Lagerfeuer machen. So, in der Zwischenzeit erstmal den zusätzlichen Grill, den Rost und den zusätzlichen Kochtopf. Der kommt schön auf den Speicher. 16 Eier haben wir, 60 Fleisch. Fett haben wir auch mittlerweile schon eine ganze Menge. Das Gammelfleisch tue ich mal hier hin. Knochen, wie gesagt, ganz praktisch. Dafür, wenn wir Klebstoff brauchen. Und die anderen Sachen. Hier haben wir sogar ein bisschen Nitrat. Ja, gut. Ach so, und die Rüstung. Da wollte ich jetzt mal gucken. Also eine Rüstung habe ich noch nicht. Dann ziehe ich die mal an. Und da es eine Stoffrüstung ist, hat sie zwar wenig Schutz, also besseren Schutz als gar keinen, aber sie bremst uns auch nicht aus, sie macht uns nicht langsamer und sie macht uns vor allem auch nicht lauter. Das tut hier bisher nur diese Scrap Leg Armor. Die werde ich bei Zeiten auch gegen was Leiseres und hoffentlich sogar Besseres eintauschen. Denn allzu gut ist sie auch nicht. Also die Nachteile überwiegen den Vorteilen. Das sollte ich übrigens hier mal reparieren. Egal, was ihr reparieren wollt, außer ganz einfache Sachen wie zum Beispiel hier Holzwerkzeuge. Wenn ich die repariere, dann kostet das im Normalfall Stein und vielleicht Holz. Deswegen funktioniert das hier mit dem Steinspeer zum Beispiel auch ganz gut, wenn ich damit repariere. Zeigt er mir momentan gar nicht an. Und es ist schon passiert. Aber da wird mir nur ein Stein genommen. Für alles Bessere, da werden diese Reparaturkits
gebraucht. Das gilt auch für die Rüstung. Das heißt, wenn ich das hier repariere, zack, geht sofort ein Repair-Kit weg. Und für meine Schuhe gilt das Gleiche. Das ist übrigens auch schon Rüstung. Und das bedeutet aber auch, dass ich da durchaus noch ein paar Modifikationen einbauen kann. Reparieren. Prima. Zum Beispiel könnte ich den Schutz verstärken oder ich könnte dafür sorgen, dass ich mehr tragen kann. Es gibt speziell für Rüstung auch Taschen, die jeweils zwei oder sogar drei Felder von diesen Encumbered-Feldern wegnehmen. Das heißt, ich habe dann mehr, was ich in eine Tasche stecken kann, ohne dass ich müde werde. Hier habe ich übrigens gleich schon einen tollen Mod. Der ist wirklich sehr gut. Das ist nämlich eine Metallverstärkung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen neu erworbenen Padded Chest Armor nehme, ich klicke auf Modifizieren, da habe ich zwei Slots. Da kann ich tatsächlich den hier schon reinstecken. Noch habe ich 5. Jetzt habe ich 7. Und das heißt, ich habe schon fast so eine gute Rüstung wie die deutlich schwerere Scrap Leg Armor, also die aus Schrottmetall gebaut ist, aber auch sehr schwer und vor allem auch sehr laut ist. Ist schon wieder Nacht? Wow, es geht aber schnell. So, complete. Das heißt, damit hätte ich schon eine sehr anständige Rüstung. Anziehen. Tatsächlich. Es ist aber noch hell. Da draußen guckt sich ein Tourist um. Ja, lassen wir ihn. Heute lege ich mich mit den Herrschaften nicht an. Hier haben wir übrigens noch eine Scrap Chest Armor. Hier seht ihr auch. Also die hätte nur einen Punkt mehr. Diese Berechnung hier übrigens, die stimmt nicht ganz. Da gibt es noch einen kleinen Bug. Denn die rechnet nur die unmodifizierte Rüstung, die ich jetzt gerade trage. So zeigt er mir an, dass diese Rüstung um 3 Punkte besser ist als die, die ich anhabe. Stimmt aber nicht, sie ist nur um 1 besser. So, es ist Nacht. Ich bin wieder völlig unbelastet und ich könnte jetzt meine Taschen vollpacken bis zum geht nicht mehr. Das kann übrigens unten in der Küche. Die Nägel, die packen wir auch mal hier rein. Klebstoff. Ja, Klebstoff nehme ich immer ganz gerne mit auf die Tasche. Die Reifen auf jeden Fall nicht. Die können aber hinterher sehr nützlich werden. Öl genauso. Das Wasser kann gleich unten mit in die Kochkiste. So, und das hätte ich einpflanzen sollen. Okay, so halbwegs sortiert. Ja. Kaffee sehe ich gerade. Da muss man auch immer so ein bisschen drauf aufpassen, dass man nicht irgendwelche Slots doppelt belegt hat. Da gibt es aber auch hier schöne Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel meinen Rucksack oder einen Container oder irgendwas sortieren kann. Allerdings, wenn man es zum Beispiel so macht wie ich, dass ich sage, Lebensmittel, Verbandsmaterial, das packe ich alles nach rechts. Baumaterial packe ich nach oben. Werkzeuge packe ich dann neben die Dinge, die ich eigentlich für Gesundheit und so brauche. Und die Waffen, die kommen bei mir immer nach links. Das heißt, das würde ich erst noch unter Werkzeug packen. Ich habe hier mehr Werkzeug als Waffen. Ja. Hier habe ich übrigens noch ein anderes Stück Rüstung. Das könnte ich übrigens auch wieder anziehen. Das sollte ich übrigens auch reparieren. Mache ich mal. Also nur eine heile Rüstung hilft auch wirklich. So, und das ziehe ich wieder an. Und dafür ziehe ich automatisch meinen Cowboy-Hut aus. Den hatte ich ja im verbrannten Wald angezogen, weil es da mir zu heiß wurde. So, Baumaterial. Ja, das ist so ein Zwischending hier. Lockpicks, Dietriche.
Ja, Waffen, da bräuchte ich noch eine ganze Menge von. Aber im Augenblick bin ich da schon ganz gut ausgestattet. Den Hut, ja, der steht mir gut. So. Ein bisschen umgeräumt. Dann geht es hier noch weiter. Kann ich mir denn... Ach, Wasser habe ich schon eine ganze Menge, sehe ich gerade. Das heißt, ich könnte also auch schon ordentlich kochen. Die packe ich hier auch mit rein. Im Augenblick packe ich hier auch noch Medizin und alles Mögliche rein. Die Eye Candy. Wenn ich sie nicht auf der Tasche habe, benutze ich sie auch nicht. Deswegen, man sollte sich das immer überlegen. Man muss mal hin und wieder dran denken, bevor man irgendwie vor mehreren guten, interessanten Kisten steht. Da sollte man einmal so ein Bonbon schlutschen. So, und jetzt wollte ich mal kochen. Allzu viel kann ich noch nicht, aber was ich mit dem einen Punkt machen kann, ich gucke mal gerade, da habe ich den Masterchef, da habe ich einen Punkt schon reingesteckt und das ist der für den Chefkoch. Und damit kann ich erstmal 10% schneller kochen. Und ich kann so schöne Sachen wie gebackene Kartoffeln, ich kann Maisbrot herstellen, ich kann Tees und Kaffee kochen und ich kann Fleisch grillen und vor allen Dingen, ich kann Bacon and Eggs, also Eier mit Schinken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir einfach nur ein gegrilltes Steak mache, mache ich doch mal, ich habe hier einen Grill, den brauche ich dann dafür. Und ich koche mir jetzt nochmal eins. Ein Steak kostet immer 5 Fleisch. Das gilt auch hier für das verbrannte Fleisch. Das könnte ich auch ohne Grill herstellen. Also wenn ich das direkt auf die Kohle lege oder aufs Feuer. So, habe ich einmal das Fleisch und dann mache ich mir mal Eier mit Schinken. Da brauche ich 2 Eier und einen Gegenwert von einem Fleisch. Das sind eigentlich dann 5 Fleisch. Aber ihr seht, also Fleisch ist eigentlich kein Problem. Es laufen immer genug Viecher rum, die einen entweder fressen wollen oder die man selber fressen kann. Und manchmal überschneidet sich das sogar. Jetzt gucke ich mal. Zack, da ist es schon fertig. Dann mache ich das Feuer wieder aus. Ich habe hier, ich verbrenne hier momentan Stühle. Die brennen noch 4 Minuten und ich muss das ja nicht verschwenden. So. Und jetzt schaue ich mal. Das Fleisch, das macht mich 10 Setter, also das ist dann quasi hier die, der Mageninhalt und ich bin relativ hungrig hier. Also über kurz, über lang würde ich hier eine Anzeige bekommen, hey, du musst langsam was essen, dann geht auch meine Stamina runter. Und außerdem verbessert sie meine Gesundheit um 5, aber die ist schon voll. Das gilt also jetzt nur, wenn ich geheilt werden muss. Nicht die maximale Gesundheit. Die maximale Gesundheit wird übrigens immer um 1 erhöht, sobald ich einen Erfahrungspunkt hinzubekomme. Gleiches gilt übrigens für meine Ausdauer. So, und wenn wir das Gleiche uns jetzt mal bei Eier mit Schinken angucken, dann sind es plötzlich 36. Und Gesundheit, wenn ich verletzt bin, bekomme ich gleich 18. Und was ich auch noch bekomme, ist ein zusätzlicher Bonus für eine gewisse Zeit auf meine Ausdauer. Das heißt, wenn ich das jetzt esse und ich habe jetzt 107 Ausdauer, Use, habe ich plötzlich 117. Da sind 10 draufgekommen. Das allerdings nur für 7 Minuten. Und ich werde jetzt für 30 Sekunden verdaue ich das so langsam und mein Mageninhalt füllt sich so, oder mein Magen füllt sich, bekommt mehr Inhalt. Und wie gesagt, die Gesundheit, die geht jetzt mehr oder weniger flöten. Also das, die Heilungsgeschwindigkeit ist das eigentlich. Jetzt hole ich mal wieder meine Taschenlampe raus. Und ich repariere mal meinen einfachen Bogen. Da baue ich wieder nur Holz. Super. Da gucke ich einmal gerade draußen hin, ob ich vielleicht einen schönen Platz für mein Bäumchen finde. Es wäre natürlich ideal, das
einigermaßen nah am Holz, sah ich schon, das Holz einigermaßen nah am Haus stehen zu haben. Denn hier werde ich früher oder später wahrscheinlich am meisten Holz brauchen. Wenn ich das hier so ein bisschen reparieren will, wenn ich es ein bisschen gegen einwandernde Zombies absichern will. Oh, draußen ist irgendwas los. Ich bleib mal besser geschlichen. Ich meine, irgendwo stehen so ein paar Holzspikes. Da rennen dann die Zombies rein und dann melden sie sich. Ah, ich glaube vor der Scheune. Die Einfahrt zu der Scheune, die ist abgesichert. So, noch habe ich immer hier meinen Ausdauerbonus. Das ist schon mal ganz gut. Ah, der dicke Tourist da hinten noch. Solange er alleine ist, würde ich mich sogar trauen. Noch wieder ein Wolf. Mehr Fleisch. Die Pistole, die ist noch geladen. Die ist übrigens auch nicht mehr so gesund. Also die sollte ich dann bei Zeiten auch mal reparieren. Und dafür brauche ich halt ja, ein Repair-Kit. Ich glaube, das Repair-Kit, das werde ich auch auf die Pistole verschwenden, denn die könnte mir, die hat mir ja schon das Leben gerettet und die könnte mir es nochmal tun. Daher werde ich das mal investieren. Oh, hier ist noch was. Und es lohnt sich natürlich überall hinzugucken, ob nicht irgendwo noch was Tolles liegt, was man gebrauchen kann. Ich glaube, das Fleisch kann ich jetzt auch mal essen. Denn ganz satt bin ich noch nicht. Das zeigt mir mein gelber Balken, mein grüner Balken an. Und trinken sollte ich dringend auch. So, wo pflanze ich denn meinen Wald an? Ich würde sagen, hier hinter den Feldern. Ich setze den Baum natürlich nicht auf. Oh shit, da ist tatsächlich ein Wolf. Also hier hören sich die Wölfe eigentlich eher wie Hunde an. Ich kletter mal zur Sicherheit hier oben. Da kommen die Viecher meistens nicht ganz so schnell hin. Da hinten ist eine Krankenschwester. Und da huscht der Wolf hin und her. Wir sind ja noch geschlichen. Das Problem ist, jetzt sehe ich genauso wenig wie ihr, also wahrscheinlich noch weniger, weil ich werde hier das Video mal so ein bisschen heller machen, in der Hoffnung, dass ihr dann zumindest mehr seht. Jetzt muss ich erst noch mal gucken, wo der ist. Der ist hier sehr aktiv. Leider habe ich noch kein Helmlicht, das wäre jetzt sehr, sehr praktisch, aber ganz am Anfang ist es schwierig. Ich möchte die Pistole für den jetzt nicht verschwenden. Erstmal habe ich noch nicht allzu viel Munition und zweitens würde der Krach die Krankenschwester auf mich aufmerksam machen. Das ist jetzt Schattenschießen. Ich glaube ungefähr da ist er. Das ist ein bisschen Glückssache, wenn ich ihn jetzt treffe. Der läuft immer von hier bis dahin. Jetzt bleibt er hauptsächlich hier stehen. Ah. Wolfi, bleib doch mal stehen. Das ist nicht einfach. Jetzt ist er schon wieder am Haus. Oha. Okay. Ach, den Wolf hätte ich schon noch ganz gerne. So ist es ja nicht. Ich werde trotzdem mal gerade die eine Sache machen, die ich machen wollte. Nämlich den Baum pflanzen. Samen in der Hand nehmen, rechte Maustaste und schon ist es passiert. Hier war übrigens noch ein Nest. Federn.
Okay, wenn ich erst die Krankenschwester wegnehme, das ist natürlich schon wieder jetzt Nachtarbeit, würde ich Anfängern nicht unbedingt empfehlen. Ich probiere es mal. Da ist er. Au, 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 au. Scheiße. Und jetzt muss ich mich ganz schnell verbinden. Donnerwetter, der hat mich aber ganz gut erwischt. Also, keine gute Idee, was ich gerade gemacht habe. Der Speer ist für Wölfe zu langsam, wenn ich jetzt wüsste. Und ich bin infiziert. Gott sei Dank habe ich einen Honig. Wenn ich den jetzt sofort benutze, ist die Infektion weg. Dann hat er mich auch, hat er mir auch noch ein paar tiefe Wunden an der Hand verpasst. Das kann ich selbst nähen. Mit einem Nähkit natürlich. Use. So, dann habe ich nur noch Aua am Knie. Das braucht 24 Minuten, um zu heilen. Es sei denn, ich versorge das. Und dazu muss ich leider hier meine First Aid Bandage opfern. Ich mache es jetzt trotzdem einfach mal. Ich hoffe, dass ich da mehr finde. Und ja, das dauert jetzt nur noch 7 Minuten. Und ihr seht, also meine maximale Gesundheit ist runter. Ist hier ein schwarzer Balken. Und den grauen Balken, der steigt jetzt so langsam. Der schwarze Balken verschwindet erst komplett, wenn diese 7 Minuten abgelaufen sind. Wenn ich jetzt noch was zu essen hätte, könnte ich also diesen Essens, den Gesundheitsbonus des Essens, hier relativ schnell drauf bekommen. Aber dazu muss ich mir noch was kochen. Jetzt ist schon fast wieder Tag. Jetzt habe ich nur den Wolf verloren. Das ist natürlich nicht gut. Denn wenn, dann will ich auch ein bisschen was von meiner Beute haben. Wo lag der denn nun? Hallo, Wolf? Da ist er. Tja, gut. Du hast ja einiges aus mir herausgebissen. Jetzt mache ich das Gegenteil. Also auch hier fressen und gefressen werden. So. Nämlich du hast schönes Fleisch. Das kann ich prima auf den Grill legen. Und das ist auch gesund. Zumindest hier im Spiel. So, das Gammelfleisch übrigens nicht. Es gibt zwar ein Gericht, was man später auch kochen kann, wenn man es gelernt hat. Heute haben wir aber wirklich hier alle Köstlichkeit der Tropen. Die Spider-Zombie, die sind sehr, sehr lästig. Ihr seht auch warum. Sie springen. Und sie können auch an Wänden hochklettern. Immer schnell ausweichen. Oh. Was machst du denn schon hier? Das sind wirklich somit die nervigsten Zombies, die es gibt. Spider. Spinnenzombies. So, Gott sei Dank hat er uns nicht richtig erwischt. Oder hat uns nicht erwischt. Und es ist Tag. Ich gehe jetzt nochmal gerade rein. Und koch mir was, damit ich schneller gesund werde. Tür zu. Wupp. Und dann werde ich am nächsten Tag mir so ein bisschen was überlegen, ob ich denn schon mal anfange, hier meine Bude so ein bisschen abzusichern. Also so ein paar Spikes wäre nicht schlecht. Auf der anderen Seite hätte ich auch gerne noch ein bisschen mehr Werkzeug. So, einmal. Nein, komm. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht gegenspringe. Jetzt klappt's. Und jetzt komme ich auch hier hoch. Ein bisschen mühsam, aber es sorgt dafür, dass die Zombies da nicht so schnell hinkommen. So, die Dose wollte ich auch gerne aufheben, denn die ist später auch für viele Rezepte gut. Okay, achso, halt.
Nein, ich wollte die Knochen weglegen. So. Damit hätte ich auf jeden Fall schon wieder Fleisch. Ich könnte mir auch gleich nochmal Eier mit Schinken machen. Ich habe ja Gott sei Dank noch genug Eier. So, einmal Eier mit Schinken. Das sorgt dafür, dass meine Gesundheit deutlich schneller steigt. Jetzt können wir das auch gleich mal vorführen. Und das Leder kommt hier oben rein. Passt. Ach, Fett habe ich auch noch. Genau. So, das Fett, das restliche Fleisch packe ich hier mal rein. Und da sind meine Eier auch schon fertig. Und jetzt habe ich noch 78. Und jetzt kann ich, glaube ich, gleich zugucken, wie ich heile. 79. 80. So, und das wird jetzt noch für 14 Sekunden so bleiben. Und insgesamt, vermute ich mal, wird das dann auch dementsprechend 18 Heilungspunkte geben. Ich weiß nicht, ob das klappt. Also um 10 sind wir schon geheilt. 11, 12, 13. Na, ich glaube, ganz klappt es nicht. 15, 16. Ja, doch. Das. Ja, ganz so viel waren es nicht. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bereite mich jetzt so ein bisschen auf den Tag vor. Gucken, was wir dann machen. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin vielen Dank fürs... Schon wieder ein Wolf. Wolfsland. Okay, zumindest werden wir hier nicht verhungern. Wir müssen aufpassen, was wir dabei nicht auch verbluten. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Spiel macht wirklich irre Laune. Es lohnt sich, es anzufangen. Und man muss nicht gleich Hardcore spielen und sterben und sich dann gleich wieder ärgern. Das finde ich jetzt unschön, dass der Wolf hier rumtourt. Egal, den schnappen wir uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Tschüss.